Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat war der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel, als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand, da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass Ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war? Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten, Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht. Aufwachen, Chief.
Ich brauche sie. Sie waren lange im Tiefschlaf. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dawn. Warum weckst du mich? Moment. Bringe Ihre Systeme jetzt online. Ich habe die Firmware Ihrer Panzerung umgeschrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Chief, sehen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Wie in alten Zeiten. Wieder bereit zum Einsatz? Dachte schon, Sie fragen nie. Die Systeme melden Eindringlinge auf mehreren Decks. So, hi Leute. Willkommen zurück zum weiteren Let's Play, oder eher gesagt neuem Let's Play von Halo 4. Hallo. Ich freue mich schon wie Bolle. Wie Kackerbolle? Ja, so ähnlich. Vor allem grafisch. Wieder der Oberknaller im Gegensatz zu 3 und 3 ODST. Wer erst jetzt zu uns gekommen ist auf den Kanal, wir spielen immer zu zweit. Alex spielt oben, ich spiele unten. Der Dirk. Das können wir uns jetzt anschauen, müssen wir aber nicht. Nein, ich will mir nichts angucken, ich will knallen. Was? Wen willst du knallen? Den Computer. Was? Nach 4 Jahren hat er Druck. Eindringlinge an Bord, Waffensysteme online. Wir wurden überfallen. Ah, rennen kann er auch. Ah ja, stimmt. Stimmt, da war ja was. Ja, erstmal bevor wir hier verfeiten, muss erstmal wieder die Steuerung, ob die anders ist. Wie lange war ich weg? Habe ich nur eine Waffe? 4 Jahre, momentan, 7 Monate, ja. 10 Tage. Jemand hätte uns inzwischen finden müssen. Ups, da hat's gekracht. Explosion! Sensorenscan, hohe Intensität. Stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungsdeck? Taschenlampe haben wir nicht. Es ist direkt über uns. Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Da ist Ziel. Zeigt er uns auch direkt an. Finde ich gut. Weil wir ja eh so ein bisschen planlos sind. Chief, seien Sie vorsichtig! Au! Vielleicht Druck verloren haben? Ich hab Müllcontainer gefunden. Jetzt muss ich da nichts machen. Das finde ich gut. Chief, aufpassen! Mir war nicht klar, dass das Schiff schon so zerfallen ist. Action! Quick Time Event! Naja. Da fällt dir gleich was auf die Murmel. Oh! Hau ihn in die Fresse! Halt deine Schnauze! Benutzt Zahnpasta! Genau! Aber der hätte ein Schwert, hätte ich gerne. Ich wollte gerade sagen, er hätte einen Stecher mal da lassen können. So ein dummer Egoist. So, du bist wieder da. Ja, das finde ich gut. Steht da oben schon einer? Ah ja. Den hau ich in die Fresse. Ja, du rennst ja schon wieder vor. Hat wohl nicht funktioniert. Oh, der hat überlebt. Und ich hab dir, glaube ich, dann in den Kopf geschossen. Hast du gerade die Waffe genommen? Ja. Hey, du Lüse? Ja. Ich würde gerne auch noch eine zweite haben. Da sind überall fucking Gegner. Was auch wieder cool ist, was wir bei Halo 3 ODST nicht hatten, ein Radar. Ja. Dann sehe ich wenigstens wieder, wo du steckst. Und wo die Gegner sind. Und ob überhaupt Gegner in der Nähe sind. Donner, Spasti. Das war der letzte. Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. Schon unterwegs. Bist du. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Da haben sie aber den falschen Container. Wir sind mitten in eine große Allianzflotte geraten. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Ja, ja. Das ist eine Möglichkeit. Landungsschiff flankiert uns! Kann ich schon wegschießen? Ja, nee, das sieht aber der letzte Waffe.
Staubsauger. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Aufzüge, Aufzüge. Sind die Waffensysteme laut Schiffssensor nicht weiterhin online? Ja, so. Ah, da. Ja, aber die Waffenstationen sind unerreichbar, seit das Schiff auseinandergerissen wurde. Wir müssen sie manuell von der Aushöhle abfeuern. Ich bin hier zu langsam. Ne, ich wollte es nur mal erwähnen. Da wackelt schon wieder alles. Du hast einen Tanzbär oder was machst du da? Na 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 na. Du gestörter. Na 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 na. Hat dir mein Tanz etwa nicht gefallen? Nein. Geht's mir den habe ich jahrelang geübt. So sah das nicht aus. Das war professionell, ja. Sag doch sowas nicht. Mach doch mal einer das Loch auf. Hinter uns. Wahrscheinlich. Oh. Typisch. Typisch. Wie immer. Wie immer. Ohne Worte. In den Fuß. Kollege, du stehst mir schon wieder im Weg. Ey, den habe ich ja noch 12 gekriegt. Ja, hast du zu Recht verdient. Von dem Lauf. Schnitzel. Ich meine nicht, ja. Ey, schon wieder so ein scheiß Attentäter. Du musst deine Faust mitschieben lassen. Ich versuch's. Aber die Bombe, die ich gehabt, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Falls sie die nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Du wirst da beschossen, wenn ich nicht kann. Was? Du hast mir in den Rücken geschossen? Ja, das könnte jetzt gut möglich gewesen sein, weil du stehst mir immer im Weg, Kollege. Ich bin wegen dir gestorben. Ja, besser du als ich. Du Egoist. Ja. Oh, hier sind Waffen. Das ist gut. Das ist gut. Die wollte ich nicht. Du rennst schon wieder einfach vor, ohne mir Bescheid zu geben. Granate. Ja. Oh, da sieht man ja jetzt auch, wo die Granaten liegen. Das finde ich schon mal gut. Mhm. Das hat was. Sterbe ich doch nicht vielleicht so oft. Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da. Ja, bin ich dir erstmal in den Wand gerannt. Das war eine Scheiße. Scheiße. Granate. Ich hab keine Granate. Merke, ich brauch aber lange für den. Hey, schieb ab. Du hast. Scheiben. Ja, du Piesbär. Gut. Kein Problem. Was hat der für eine schöne Knarre? Oh, den Staubsauger. Was? Ja, das ist ein Granaten. Ja, die Reserve-Station sollte links hinter der Luftschleuse sein. Granaten. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Am besten ist, du solltest dann auch nicht unbedingt kommen. Erreichen Sie einfach die Abschussstation. Ja, wir sind jetzt an einem weiten, räumlich offenen. Oh ja, dicke Bumme. Ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten. Da fliegt alles durch die Gegend. Der Reihe. Ja, wir sind hier schwerelos. Schon die ersten toten Aliens. Oder ist ein Scharfschuss? Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Wo war der? Irgendwo ist ein Scharfschütze. Der hat eine böse Aura gemacht. Natürlich! Der dumme Kacksniper hat mich weggesniped. Wo ist denn der? Der steht irgendwo da. Ah! Ja, muss jetzt alles mit dir? Musst du jetzt gerade hochspringen? Warum? Gerade auf den Sniper gezielt und sprichst du mir ins Visier.
Den hol ich jetzt mir. Ist er weg. Ja. Gott sei Dank. Den wollte ich mir sowieso jetzt gerade holen. Ja, das mach schon wieder für Edges. Ich muss auch ab und zu mal in die Luft gucken, da liegen überall Waffen, so die schweben gerade rum. Ja. Die müssen ja gewesen, die müssen ja hier gewesen sein, oder? Ja, genau, flieg erstmal weg. Ja, hier oben lag der irgendwo. Ich will sein Scharfschützending haben. Komm ich nie dran. Also, oh! Batsch! Wie die da durch die Gegend fliegen, bin ich ja schon ein bisschen witzig. Da ist die Abschussstation. Los, aktivieren. Abschuss eingeleitet. Was ist denn das für eine Knarre? Jetzt müssen wir zurück. Wo zum Teufel bin ich? Ja, da bist du. Lass uns die Schutzdurchschleppt. Los, wir müssen zurück. Nichts leichter als das. Gehen Sie runter. Ich bin schon auf dem Weg. Vielleicht sagst du mir, was ich machen soll. Ah. Komm ganz viele Gegner. Ach Scheiße. Hey, du Frechdachs. Erstmal in Deckung geht, ich bin gleich wieder am Arsch. Keine Munition mehr. Läuft bei dir jetzt auch nicht. Dich hau ich jetzt weg. Karton! Ich geh's mal aktivieren. Ja, mach das. Batsch! Und jetzt jagen wir uns selber in die Luft, oder was? Nee, jetzt flüchten wir. Aha, okay. Nee, jetzt müssen wir erstmal wieder weg. Naja, klar, natürlich. Die haben ja abgeknallt. Die haben sich definitiv das falsche Schiff ausgesucht. Die falschen, die jetzt ist. Wir wurden nicht von der Allianz gestellt. Kümmern wir uns jetzt um den riesigen Metallplaneten? Jetzt? Zurück! Werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Niemals! Deine Mutter. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Ey, du schlägst dich an. Oh, du ernsthaft? Ich hab das Kackding erschlagen. Das ist mir noch nie passiert. Ja, siehst du, es gibt immer mal einen ersten. Achso, du kannst auch nicht in Ewigkeiten rennen. Nee, der braucht da eine kurze Pause. Der soll sich mal nicht so anstellen. Mach's mal auf. Da hinten erstmal noch zu. Bestimmt eine Schleuse. Ja, was geht? Ja, ich hab doch keine Zeit zum Warten. Jetzt. Ups. Du warst zu schwer, deswegen ist das Ding angekratzt. Boah. Da wackelt es auf jeden Fall mal nicht so. Da geht's gar nicht runter. Nee. Na dann. Ja, wir sind so verdammt gut. Nein, nur du. Ja, warum rennst du mich hinterher? Ja, weil ich so ein Lemming bin. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich folge dem Führer, Anführer. Wo bin ich denn jetzt? Hab ich von da offen. Ah, das ist ein Spawn. Oh, das bist du. Ja, warum? Entschuldigung. Schießt du schon wieder auf mich? Was hast du mit dir getan? Das war zu lange in der Zeitkapsel. Da muss man eine Aggression rauslassen. Festhalten! Ah, schon fast wieder geschlagen. Muss er zwischendurch lenken oder macht er das auch immer? Nee, das macht er auch immer. Sind die Fahrzeugrichter gefangen? Na dann, sagen wir hier, Feierabend. Dann sehen wir uns morgen zum nächsten Let's Play von Halo 4. Ciao! Ciao, ciao!